Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Ja, ein schwaches Hochdruckgebiet sorgt dafür, dass wir am Sonnabend doch noch sehr, sehr schönes Frühlingswetter kriegen, zumindest von den Temperaturen. Zumindest startet der Tag freundlich. Also viel Sonnenschein, einzelne Frühnebelfelder, die werden sich sehr schnell auflösen und die Sonne treibt dann die Temperaturen auf 18 Grad maximal hoch. Wahrscheinlich werden wir so bei 15, 16 Grad liegen bleiben, aber in der Sonne ist es durchaus wärmer, also da kann man schon mal die 18 Grad angehen. Wind weht nur schwach bis mäßig aus südwestlichen Richtungen. In der zweiten Tageshälfte werden sich die Wolken doch verdichten und dann ziehen dann so ein paar Schauer zu uns. Das wird nichts Tolles werden, aber den Regenschirm sollten wir dann doch parat haben. Nicht, das ist so eine kleine Husche, die dann mal kommen kann. Das hängt mit einer schwachen Kaltfront zusammen und zumindest sollten wir das auf dem Schirm haben. Abends dann vielleicht noch einzelne kleine Schauer, in der Nacht bleibt es dann im Wesentlichen trocken. Der Sonntag dann nicht mehr ganz so warm, aber dafür wahrscheinlich viel Sonnenschein. Also das wird so ein Sonne-Wolken-Mix werden, der relativ nett aussieht. Dazu Temperaturen im Bereich 8 bis 10 Grad, vielleicht auch mal die 11 Grad. Der Wind kommt dann aus nordwestlichen Richtung, wird zeitweise ein bisschen auffrischen, aber ist auch nicht besonders stark. In der Nacht zum Montag müssen wir dann teilweise mit Bodenfrost rechnen. Vielleicht auch mal richtigen Luftfrost, also in 2 Meter Höhe. Also man ist gut beraten, dann die Autoscheiben vielleicht noch ein bisschen abzudecken. Wie gesagt, minus 1 Grad sind durchaus drin. Der Dienstag dann auch im Wesentlichen relativ freundlich. Dazu auch Temperaturen im Bereich 9 bis 11, 12 Grad. Und auch in der Nacht zum Mittwoch sind dann vielleicht noch einzelne Flecken drin, wo es mal Bodenfrost geben kann. Denn ab Mittwoch, Donnerstag wird es dann klein ein bisschen wechselhafter und nach wieder ein bisschen milder. Zum Wochenende wird es dann wahrscheinlich dann wieder doch ein bisschen wärmer werden. Am Freitag dann Temperaturen im Bereich 15 Grad durchaus möglich. Wie es denn am nächsten Wochenende weitergeht, erzähle ich Ihnen dann am nächsten Freitag wieder. Ihr Thomas Daniels, bis nächste Woche. Tschüss. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.